Ja, guten Abend. Habt ihr schon mal Sachen nicht gemacht, weil ihr gedacht habt, was könnten andere Leute drüber denken? Darüber geht der Text. Und darum tanzt immer so, als ob niemand zuschaut. Ist ja nämlich gar nicht so, dass da gleich jemand zuhaut. Wenn dein Hemd verschwitzt, wenn die Frisur nicht sitzt, wenn du den Beat verflitzt und dann der Tanga blitzt. Denn viel schlimmer sind die Typen, die gern tanzen wollen, aber vor Coolness gar nicht wissen, ob sie tanzen sollen. Vielleicht ist Chef ja hier, was denkt er bloß von mir, wenn ich hier heute meinen neuen Killer-Move probiere, die dann verlegen kopfnickend von der Tanzfläche gehen und dann sowas von cool nur an der Bar rumstehen. Und darum tanze immer so, als ob niemand zuschaut. Glaubst du wirklich, dass die Chefin wegen Breakdance raushaut? Denn egal ob im Büro oder im Blumengeschäft, auch dein Chef steht sicherlich immer nur auf Schema F. Hey, ich kenne so viele Typen, die immer Maske tragen, hey, die immer nur nörgeln, die immer nur klagen, die sich niemals wirklich trauen, mal kritisch nachzufragen. Doch wenn Chef dann plötzlich einmal auf der Matte steht, dann wissen die auf einmal wieder, hey, wie lächeln geht. Aber Leben mit Maske garantiere ich dir für. Das macht nur halb so viel Spaß und führt zum Magengeschwür. Denn wie viele von uns ändern ihres Lebenslauf nur für den Lebenslauf. Das ist dein Lebenlauf. Und ich habe keine Angst, dass Chefs mich hier auf YouTube sehen. Für den Chef, den das stört, würde ich nicht arbeiten gehen. Und darum, tanze immer so, als ob niemand zuschaut. Mach all die Dinge, Schritte, Moves, die dir keiner zutraut. Du sagst, du kannst das nicht. Hey Mann, das glaube ich nicht. Für richtig gute Moves zählt weder Alter noch das Gewicht. Selbst Rollifahrer habe ich schon geil abgehen sehen. Viel, viel tighter als die Typen, die immer nicken und stehen. Die immer stehen und nicken, immer nicken und stehen. Anstatt zu schaffen, wie sie wollen und richtig abzugehen. Tanz einfach mal den Tango, yeah. Entdeck den Argentinier. Oder die Argentinierin, die tief in dir drin steckt und die so lange schlummert, bis irgendjemand sie aufweckt. Und darum, tanz immer so, als ob niemand zuschaut. Richtig tanzen lernt man nicht, wenn man immer nur zuschaut. Es gibt unendlich viele Moves, Styles, Breaks und Schritte. Hey, tanz an den Rand oder tanz an die Mitte. Tanz wie in Soweto oder an der Copacabana. Aber alles, was ich höre, ist nur tausendfach. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer, hä? Hey, das ist Tanzfaschismus. Das ist das, was weg muss. Denn wenn du wirklich niemals jemals aus der Reihe tanzt, dann wirst du niemals wirklich sehen, was du besonders gut kannst. Denn wenn der DJ mit den besten Dancefloor-Platten zockt und der geschmeidige Beat dich auf den Tanzboden lockt und jeder hier im Saal schnell an den Beat andockt und mit Herzen an den Füßen auf den Tanzboden zockt, dann gibt's nur einen im Gebäude, bevor der Tanzfloor stoppt. Dann gibt's nur einen, bevor der vom Gebäude vom Tanzfloor stoppt, bevor der Dancefloor poppt, als sei er ausgenockt und steif wie ein Cocktailglas nur an der Theke hockt, weil er denkt, dass es nicht schockt, wie er den Laden rockt. Und deshalb tanzt nur mit den Fingern und tock, tock, tock. Aber jeder, der frei tanzen kann, der weiß, was zu tun ist. Hey, tanz wie in Kairo oder tanz wie in Tunis. Und weil jeder hier bestimmt, wie es mit uns weitergehen soll, tanz wie Mahatma Gandhi oder die Geschwister Scholl. Denn wenn viele frei tanzen, dann gibt's eine kritische Masse. Hey, tanz im Überleben oder tanz an der Asse. Und darum tanze ich immer so, als ob niemand zuschaut. Mach halt die Dinge, Schritte, Moves, die mir keiner zutraut. Hey, ich höre es immer wieder, ey, der Typ ist so fett. Herr Leute, glaubt es oder nicht, ich tanze echt fett Ballett. Ich tanze den Pas de Deux in meinem Titanensee und hab die tightesten Höschen als Prinz von Dornröschen. Ich kann den Spitzentanz und halt mich an der Stange wacker und hab die härtesten Nüsse in Tschaikowskis Nussknacker. Ich tanze mit Hüftgold und Rolle, Hockenrollen mit Tolle und entgegen fiese Vorurteile gegen diesen Mops ist der Mops einer der Kings im Reich des Hip-Hops. Und ich geh los, der Beat ist groß. DJ, zeig mal, was du hast, denn heute will ich keine Rast, sondern ich will shaken wie der Timbaland im Tanzpalast. Du sagst, die Welt ist so eng. Hey Mann, da kann ich nur lachen. Wenn du es willst, dann kannst du Samba, Techno, Foxtrot machen. Samba, Setaki, Salsa, Square Dance und Swing. Haka, Mazda, Lula oder Highland Fling. Bonio, Bossa, Nova, Boogie, Woogie, Boogie, Amada, Lipsy, Lindy, Hotline Dance und Polonese. Egal ob Real oder Ententanz oder Blues. Es liegt in deiner Hand. Es liegt in deinem Fuß. Sei einfach du selbst, trau dich einfach und tu's. Hey, tanze immer so, als ob niemand zuschaut. Und wenn du das kannst, dann schick dem DJ einen Gruß. Danke!